Hallo und herzlich willkommen zu Hit Dice. Mein Name ist Dustin und an meiner Seite ist Ivi. Ivi ist Spielleiterin und darum geht es auch in dieser neuen Reihe. 10 Tipps von Spielleitern für Spielleiter oder vielleicht auch für Spieler, je nachdem, wie man das Ganze jetzt sehen möchte. Ich habe mir überlegt, es gibt da draußen so hervorragend viele Spielleiter, die wirklich was drauf haben, aber die wenigsten kommen mal so richtig zu Wort oder schreiben immer nur so einzelne Sachen mal irgendwo, geben ihr Wissen weiter. Und dann habe ich mir gedacht, warum sollte man nicht jeden mal fragen, der schon eine gewisse Erfahrung hat, was sozusagen die Dinge sind, die für einen selbst wichtig sind. Natürlich mit ein bisschen drüber nachdenken. Und Ivi hat sich bereit erklärt, als erstes das Ganze mal zu machen. Wird also folgendermaßen laufen. Wir kriegen heute 10 Tipps von ihr. Die ersten 5 sind sozusagen analoge Tipps, generell zum Rollenspiel, egal ob es jetzt digital ist oder nicht. Und die anderen 5, die haben was mit digitalem Rollenspiel zu tun, die kommen danach. Das heißt, sie wird uns jetzt nach und nach ihre Tipps vorstellen. Wenn es dazu irgendwie Fragen gibt oder sowas, werde ich die stellen. Und ansonsten, ja, erzählt sie uns einfach mal so ein bisschen was dazu, vielleicht auch, was sie sich dabei gedacht hat. Und am Ende werde ich mir einen Tipp raussuchen, der mir sozusagen besonders im Gedächtnis geblieben ist von dem, was sie erzählt hat. Und da gehen wir vielleicht noch ein bisschen vertiefend drauf ein. Okay, willst du dich einmal kurz vorstellen, Ivi? Und ja, dann kannst du von mir aus auch gerne direkt mit dem ersten Tipp loslegen. Ja, hi, ich bin Ivi. Ich spiele seit über 15 Jahren Rollenspiel. Seit einem Jahr, tatsächlich frisch einem Jahr. Diesen Monat leite ich immer hin und wieder. Also es ist jetzt vermehrt geworden durch die ganzen Online-Organisationen, die wir ja haben, dass ich häufiger jetzt mal leite, im Moment mehr One-Shots. Ich bin gerade dabei, sogar eigene Abenteuer mal auszuprobieren, die ich geschrieben habe bei einigen Settings und auch ich habe angefangen, mir eine Kampagne zu strukturieren von einem Setting, wo ich tatsächlich eine eigene kleine Kampagne schreiben will. Also ich bin gerade voll drin, was das heißt. Und wollte einfach mal erzählen, ja, dieses eine Jahr, wo bin ich gewachsen, wo habe ich mir eigentlich so Gedanken gemacht? Das erste, fangen wir einfach mal damit an gleich, das war so, also wenn ich ein Spiel leite, muss mir das Spiel beim Lesen selber schon Spaß machen. Also es geht gar nicht unbedingt bei mir darum, sind die Regeln kompliziert oder irgendwas, was da ansetzt, sondern dieses Setting. Einfach das Gefühl, ich lese ein Regelwerk, ein Grundregelwerk und ich habe richtig Bock drauf. Also es macht mir beim Lesen Spaß, denn dann kann ich da auch, ich sage mal, mein Herzensblut oder meine Leidenschaft investieren und da auch hinterstehen und sagen, ich bring's voran, egal wie steinig vielleicht jetzt auch der Weg sein wird. Das Wie ist also so deine Erfahrung? Magst du lieber Regelwerke, wo so Regeln und Fluff nebeneinander sind oder getrennt? Oder was magst du da besonders gerne? Also ich finde es schon gut, wenn man so ein Kapitel hat, das heißt Regeln, prinzipiell. Ich habe verschiedene Regelbücher gelesen, wo manchmal das auch ein bisschen durcheinander geht. Ich habe ein Regelwerk von einem Setting, das ist unglaublich dick. Ich habe mich echt erschrocken, als ich das gekriegt habe. Die Regeln sind total simpel. Also das sind wirklich effektiv, wäre das auf einer Seite zusammengefasst ungefähr. Aber sie haben den Fluff dahinter eingebaut. Sie haben jede Menge Beispiele reingebracht, jede Menge Ideen da reingebracht. Wie muss ich das verstehen? Wie kann ich das auch umsetzen als Spielleiter? Also auch Tipps reingebracht. Das fand ich schon ziemlich cool. Also das hilft auch, aber ich finde es auch gut, wenn man vernünftig Regeln hat. Ein Kapitel mit Regeln, wo man weiß, wo man nachschlagen muss. Also ich finde nichts grausamer, als wenn Regel 1 auf Seite 5 steht, Regel 2 auf Seite 170 und Regel 3 dann nochmal wieder mittendrin. Also das finde ich anstrengend beim Raussuchen und auch später beim Leiten. Also das finde ich dann, also strukturiert ist, fände ich schön. Okay, cool, ja. Tipp 2. Tipp 2 wäre so, spiel es vielleicht selber mal. Also bevor man leitet, man kann natürlich auch, ich habe auch ein Spiel, das habe ich bis jetzt, glaube ich, einmal gespielt. Und da habe ich es aber schon ein halbes Jahr geleitet. Aber prinzipiell fand ich es sehr inspirierend, auch um vielleicht manche Regelmechaniken besser zu verstehen, als wenn man sie nur liest. Ich bin eh so der Praxismensch eigentlich, ich muss die anwenden. Guck dir Let's Plays an, wenn es die gibt. Je nachdem, Deutschland ist oder in deutscher Sprache, sagen wir es mal so, im deutschsprachigen Raum sind einige Systeme leider fast gar nicht vertreten oder eben nur minimal. Guck dich auf Cons um oder auf anderen Dingen, da kommen wir später noch zu. Das ist quasi schon Tipp 3 irgendwie mit rein. Ja. Das heißt also,
Schau, ob du eine Community findest, sei es Discord, sei es Facebook, sei es YouTube. Guck, ob du Kontakte knüpfst. Im Moment finde ich das relativ einfach. Durch diese Corona-Sache ist es wesentlich einfacher geworden, finde ich, auch die ganzen Communities zu finden überhaupt. Und die ist auch sehr lebhaft. Spiel da mal ein Spiel. Selbst wenn du sagst, weiß ich nicht, habe ich noch nie gehört, spiel's einfach mal. Wenn du sagst, okay, ich habe Bock, das mal zu leiten, spiel's vielleicht bei 2, 3 verschiedenen Spielleitern. Einfach mal, um zu gucken, wie machen die das überhaupt, ne? Wie legen die vielleicht auch die Regeln aus? Weil wir wissen ja, auch von anderen Spielleitern, Regeln sind gut, um einen gewissen roten Faden zu bekommen, um einen Rahmen zu haben, in dem man spielt. Aber man sollte sich auch nicht davor scheuen, Regeln mal anzupassen. Wenn sie vielleicht gerade den Spielfluss hindern oder man selber das Gefühl hat, sehe ich anders. Also da sollte man sich auch nicht vorstellen. Die Rule of Cool, ne? So. Ja, es ist immer, am Anfang habe ich gedacht, oh mein Gott, das kann ich nicht. Wie, Regeln weglassen? Oh mein Gott, nein. Ich brauche doch meine Regeln. Irgendwann, wenn man ein bisschen Praxis hat, dann sieht man das auch wieder anders. Dann sagt man selber vielleicht, das stört mich jetzt tatsächlich. Also ich als Spielleiter finde das schon doof. Dann mache ich das halt nicht, weil dann finden das meine Spieler bestimmt auch doof. Also, ist das eigentlich schon dein vierter Tipp oder gehört das noch zu Tipp 3? Ja, das ist ja mit Tipp 4 eigentlich. Die Frage, hast du eine bestehende Gruppe? Es gibt auch Gruppen oder ich sag mal Discord zum Beispiel, wo ich sage, da gibt es zwar bestehende Gruppen, aber die sind für One-Shots offen. Das heißt, hey, ich habe ein neues System, ich möchte es mal mit euch ausprobieren. So, das heißt, ich kenne die Spieler schon. Das gibt vielleicht auch ein bisschen Sicherheit, gerade wenn man noch nie geleitet hat, dass man die Leute kennt, mit denen man spielt. Also für mich war auch eine große Hürde, auf einer Con was anzubieten, gerade auf einer Online-Con. Ich sehe die Leute nicht. Das heißt, dieser Ersteindruck fällt weg, den man hat. Ich war echt nervös, weil ich kannte die Leute nicht. Das habe ich auch erst vor 3 Monaten gemacht. Also vorher habe ich gesagt, nee, lieber mit Leuten, die ich kenne, vielleicht mit denen ich schon mal geschrieben habe oder mit denen ich so schon mal gesprochen habe. Da fällt das Leiten gerade beim neuen Regelwerk, glaube ich, auch leichter, weil man einfach innerlich ruhiger ist in dem Moment. Wenn man nachher erfahrener ist, fällt das so nicht mehr ins Gewicht. Aber ich denke, gerade am Anfang bei neuen Spielleitern, sucht euch Leute, die ihr vielleicht kennt oder eine Gruppe, mit der ihr schon spielt und fragt einfach mal, hey, habt ihr mal Bock auf einen One-Shot? Also ein Abend oder, und wenn aus dem 3 Abende werden, was schnell passieren kann, dann ist das so. Also sprecht euch da ab, sucht euch Leute, vielleicht denen ihr vertraut, wo ihr auch wisst, dass ihr konstruktives Feedback bekommt darüber. Na, also nicht nur, gefällt euch das Setting, weil das hat nichts damit zu tun, wie ihr leitet, sondern vielleicht haben die ja auch Tipps für euch. Vielleicht an der Stelle auch nochmal, lasst euch nicht abschrecken, wenn dann ein Spieler hinterher verschwindet. Das muss gar nicht dann eure Schuld sein, das kann dann auch einfach sein, dass ja, das einfach nicht das Richtige für diesen Menschen war oder sowas, auch wenn es euer Freund ist, ne? Aber finde ich auch sehr wichtig, ja. Ja, und dass man dann eben wirklich eine ehrliche Rückmeldung kriegt, gerade dazu, ne? Dass man sagt, hör zu, das hat wirklich nichts mit dir zu tun. Ich hatte auch schon mal so Runden, wo ich im Nachhinein sagen musste, du, ich werde mit diesem System einfach nicht warm. Ich habe es jetzt 5-mal gespielt, aber dieses System, ich werde damit nicht warm. Es macht mir keinen Spaß. Ich habe mir den Hintergrund durchgelesen. Ich sage, aber es liegt nicht an deinem Leiten. Es liegt daran, dass ich das System nicht mag. Und das sind wirklich 2 unterschiedliche Dinge. Das, und ich, wenn man, ich sag mal, vernünftige Spieler hat oder gute Freunde hat, die werden einem das dann auch so sagen. Da weiß man, das muss man nicht persönlich nehmen. Ja. Das ist schon ganz, gerade am Anfang ist das sehr, sehr wichtig, wenn man beginnt zu leiten, dass man Leute hat, wo man darauf vertrauen kann, dass sie einem auch die Wahrheit sagen. Und das auch, wie gesagt, konstruktiv, also trennen können dann auch. Na? Okay. Ja, der letzte Tipp zu den Allgemeinen ist etwas, dass man aus vielen Blickwinkeln betrachten kann, aber am wichtigsten ist, sei dir eigentlich bewusst, was du kannst beziehungsweise was du nicht kannst. Also ich bin zum Beispiel ein Typ, auswendig lernen fällt mir unheimlich schwer. Also ganz stumpfes auswendig lernen, ohne es anzuwenden, fällt mir unheimlich schwer. Ich bin ein dankbarer Abnehmer für Spielleiterschirme, weil da einfach eine Menge in Kürze draufsteht, wo ich mal eben kurz nachgucken kann. Ich habe Sachen, die habe ich bestimmt schon 10-mal
gemacht oder 100 Mal, aber ich kann sie mir nicht merken. Mir fällt es einfach schwer, auswendig Sachen zu lernen. Manche Sachen hat man irgendwann drin, aber ich weiß von mir als Person, egal in welchem Bereich, ich kann es nicht. Das heißt, ich versuche mich so vorzubereiten auf die Spiele oder auch die Regelwerke so durchzuarbeiten oder mir Sachen so parat zu legen, dass ich gar nicht erst in die Verlegenheit unbedingt so stark komme, zu sagen, wo stand das nochmal? Warte mal, ich hab's noch. Ist nicht gut im Spiel, das kann mal passieren. Ich bin aber jemand, ich versuche dann wirklich diese Schwäche durch die entsprechende Vorbereitung einfach auch auszugleichen. Also einfach zu sagen, okay, ich weiß, das kann ich nicht. Also da bin ich einfach nicht gut drin. Das ist mir klar, das war schon immer so. Ich bin halt wie ein Praxismensch, alles andere. Ich muss es machen, damit ich es behalte. Sagen wir es mal so. Und andere Sachen fallen dann hinten über. Die weiß ich doch noch nicht. Da kann ich das Regelwerk 10-mal lesen. Ich habe sie wieder vergessen danach. Ja. Also das ist einfach so. Das kann ich nicht ändern. Ja. Ich finde es auch überhaupt nicht dramatisch. Ich sage das auch immer häufig im Vorhinein, auch wenn ich leite mit Leuten, auch die ich nicht kenne, gerade die ich nicht kenne, hör zu, wenn ich einen Fehler mache, wenn ich irgendwas vergesse, dann entscheide ich meistens mit allen anderen zusammen, mit der Gruppe. Hör zu, wie wollen wir da jetzt vorgehen? Habt ihr da eine Idee? Ich weiß es im Moment nicht und ich will eben jetzt nicht 10 Minuten Regeln wälzen, sondern ich möchte das jetzt weitermachen, damit der Spielfluss weitergeht. So, und ich sage aber, ich gucke es im Nachhinein immer nach. Also so pedantisch bin ich dann schon, dass ich sage, ich möchte jetzt gucken, wie es auch wirklich war, weil dadurch lernt man auch einfach im Nachhinein nochmal nachschlagen, Mensch, wie war das denn nochmal? Und das hatte ich jetzt bei dem einen Discord tatsächlich bei einer One-Shot, da habe ich den Spielern im Nachhinein das auch noch geschrieben. Ich sage, hört zu, tut mir leid, ihr hattet recht, so und so war das. Ich meine, es ist nichts passiert, es war alles gut. Es hat nicht das Spiel behindert oder so. Aber für mich war es wichtig, denen zu sagen, hört zu, ihr hattet recht, ich hatte Unrecht, tut mir leid. Da haben auch welche gesagt, hey, du hättest uns gar nicht Bescheid sagen können, also ist gut, ist ja nichts passiert. Aber mir ist sowas schon wichtig, dann zumindest ebenso ehrlich zu sein und zu sagen, hör zu, ihr hattet recht, ich hatte Unrecht, tut mir leid. Kann passieren. Also ganz ehrlich, wenn im besten Falle hat man Regelwerke, wo man nur das Grundregelwerk braucht, kommt eher selten vor. Und dann hast du in 5 Büchern verschiedene Regeln drin stehen und irgendwann ist da einfach auch mal Schluss. Also das kann man einfach auch nicht alles in kürzester Zeit, also ich kann es nicht in kürzester Zeit lernen. Muss man ja auch eigentlich gar nicht. Na? Okay, schön. Cooler Tipp. Sollen wir mit den Digitalen weitermachen? Würde ich sagen. Gehen wir die mal durch und dann schauen wir mal. Ja, also um online zu spielen, ich habe auch mir auch viele Gedanken gemacht. Ich habe ja, wie gesagt, ich denke im Herbst habe ich, glaube ich, letztes Jahr im Herbst habe ich, glaube ich, meine erste online geleitet. Ich habe mir erstmal überlegt, okay, was brauche ich jetzt eigentlich? Also ich meine, ich kannte Rollenspiel immer noch so, ich nenne es mal Oldschool. Es gab keine Karten, die hast du vielleicht hingekritzelt, aber sonst, du hattest wirklich dein Pen, du hattest dein Paper, deine Würfel und dann ging es los. Alles andere fand im Kopf statt. Ich sag mal, wenn es ganz haarig war beim Kampf, hat man mal so ein paar Strichmännchen und Xer auf den Zettel gemacht. Aber man hatte ja nichts, das hört sich immer so an. Aber wir brauchten das vorher nicht. Jetzt habe ich ja gesagt, okay, jetzt bist du aber online. Es wäre manchmal schon gut, um alleine zum Beispiel bei einem Kampf eine Karte zu haben, damit man Missverständnisse vorbeugen kann. Wer steht wo? Dadurch, dass man sich auch häufig nicht sieht, sondern meistens geht es ja nur über einen Voice-Channel da spielen, finde ich, verliert man dann auch so ein bisschen die Idee oder den Bezug, wo steht ihr jetzt überhaupt? Man kann nicht eben auch auf den Tisch zeigen. Das heißt, ich habe mir vorher überlegt, für das Setting oder für alleine für einen One-Shot, was genau brauchen jetzt wirklich die Spieler von mir? Also was brauche ich als Spielleiter, damit ich das leiten kann? Und was brauchen die Spieler von mir, um das auch vernünftig umsetzen zu können? Das war so ein Tipp, überlegt es euch, schreibt es euch auf und auch da, vielleicht gibt es ein paar Let's Plays oder ich sag mal, das greift jetzt alles so ein bisschen dann über. Der nächste wäre auch, klär einfach, was ist überhaupt zur Verfügung? So Tipp 7, klärt es ab oder du auch selber, was hast du eigentlich vor Ort? Hast du eine Webcam?
wie gut ist dein Mikrofon? Die ewige, wie sieht es mit deiner Internetleitung aus? Hast du zwei Bildschirme? Brauchst du die? Ich muss persönlich sagen, ich möchte nie wieder ohne zwei Bildschirme leiten. Also, selbst zwei sind manchmal zu wenig, um die ganzen Fenster hin und her zu schieben. Einfach überlegen, was habe ich eigentlich? Wenn ihr Spieler habt, was haben die? Was haben die für Voraussetzungen? Vielleicht gibt es welche, die haben nur, ich habe einmal ein Spiel gehabt, der hatte nur ein Tablet, der eine Spieler, mit Roll20. Das wurde dann schon ein bisschen haarig. So, dann habe ich aber vorher gesagt, okay, komm, wir machen das so. Ich mache eine Bildschirmübertragung über Discord. Du hast den Charakterbogen und du hast einen Würfel zu Hause. Das heißt, wenn ich was von dir will, du würfelst, wir rechnen das zusammen aus. Und du kannst dir dann im Roll20 zum Beispiel jetzt als Plattform angucken, was passiert und wo dein Token ist. Das geht. Es ist halt nur, man sollte sowas im Vorfeld schon absprechen, weil nachher macht man sich einen Kopf und ich sag mal, schmeißt sich in Unkosten und nachher wäre es gar nicht nötig gewesen. Das sollte man schon vorher entweder mit den Spielern selbst überlegen oder für sich selbst, wo ist auch meine Budgetgrenze? Das ist auch so eben direkt Tipp 8. Also was bin ich überhaupt bereit zu investieren? Sowohl in Online-Lösungen, reicht mir zum Beispiel kostenlose Sachen, brauche ich was Bezahlbares? Möchte ich was Bezahlbares? Wie gut kann ich das überhaupt handeln? Also wie, sage ich mal, technikbegabt bin ich? Kann ich programmieren? Bin ich darauf angewiesen, mir Sachen zu kaufen? Habe ich tolle YouTube-Channels, wo ich mir Sachen angucken kann? Also wo ich halt Ideen herkriege, wie ich was mache. Ich finde das total wichtig. Es gibt verschiedene gute, denke ich, Online-Lösungen, aber einige sind halt nicht unbedingt deutschsprachig, sage ich mal, verfügbar, manche Tutorials. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass das manchmal ein Problem für einige ist. Das macht man heutzutage in der Globalisierung gar nicht mehr glauben, aber für mich ist das persönlich auch ein Unterschied. Ich meine, ich kann durchaus Englisch und ich verstehe das auch, aber ob ich genauso wie, ich sage jetzt mal ganz einfach Regelwerke, ob ich mir ein Regelwerk in Deutsch durchlese oder in Englisch. Also in Deutsch brauche ich die Hälfte der Zeit. Bestimmt, um es mir durchzulesen. Das finde ich auch eine wichtige Ressource, Zeit generell. Ne? Das muss man aber online auch berücksichtigen, dass alles einfach mehr Zeit kostet. Und vor allem die Vorbereitung. Genau. Also ich persönlich finde, die Vorbereitung online frisst wesentlich mehr Zeit als das Leiten am Tisch, muss ich sagen. Also ich hatte ja nur ein paar Runden am Tisch, aber ich empfand es schon bis jetzt durch die ganzen, wenn ich jetzt sage, ich mache jetzt mal eine Hintergrundmusik dazu, weil irgendwann wird man anspruchsvoller. Ich mache jetzt hier mal ein bisschen Soundeffekte, weil man eben das, was man sonst am Tisch erzeugt, das geht halt online nicht so. Und dann arbeitet man gerne mal mit so Hintergrundmusik oder irgendwelchen Geräuschen, damit man einfach so eine Stimmung erzeugen kann. Und sich die Sachen rauszusuchen, wie gesagt. Und erstmal überhaupt sich, Tipp 9, mach dich vertraut. Mach dich unbedingt vorher vertraut, bevor du leitest mit dem System. Ich hatte jetzt auch wieder so eine Sache, da habe ich einen neuen Charakterbogen gefunden, eben auf Roll20, habe ein bisschen rumgeklickt, habe gesagt, oh, das passt schon, ne? Ich leite jetzt mal. Ja, und dann wieder reingefallen. Das heißt, ich habe nicht alles durchgeklickt, nicht alles durchgewürfelt. Dann fragen die Spieler, was soll ich da eintragen? Hä? Das Fenster hatte ich gar nicht. Ja, habe ich nicht draufgeklickt. Schade eigentlich. Okay, war jetzt, auch, wie gesagt, es sind Sachen, die sind nicht schlimm. Im Nachhinein habe ich mir so gedacht, hättest du mal wieder alles. Halt dich doch einfach an deine eigenen Tipps und probier's doch einfach mal aus. macht euch mit den Mechaniken vertraut. Dazu kommt wirklich genau das, was ich in Punkt 6 auch gesagt habe, vor allem im Hinblick drauf, was brauche ich denn? Also was will ich, was ist für mich notwendig? Vielleicht ist es auch für Setting gar nicht unbedingt notwendig, so viele Sachen. Wenn ihr zum Beispiel ein nicht wirklich kampflastiges Spiel habt, bin ich so, dass ich sage, da brauche ich nicht zwingend Token und eine Karte, sondern ich brauche eher so eine Beschreibung, vielleicht so ein nettes Bildchen oder so, dass es so ein bisschen den Flair rüberbekommt. Ich mache dann gerne ein bisschen so eine Art, wie gesagt, Hintergrundmusik dazu, wenn ich was Passendes finde, damit die einfach so ein bisschen in die Stimmung kommen und dann erkläre ich den Rest. Also wenn ich jetzt nicht zwingend darauf angewiesen bin, wer wo steht und ob jemand sonst irgendwie einen Angriff, Sturmangriff auf B macht, obwohl B irgendwo ganz hinten steht,
ist die Frage, brauche ich das wirklich? Ich denke, das ist für Leute, die gerade die anfangen zu leiten, wie viel willst du auch handeln? Behalt bloß den Überblick dabei. Ja, da sollte man wirklich nicht so eine steile Lernkurve hinlegen. Am Anfang ist da genau. So viel erstmal, was dazu kommt. Das stimmt schon. Manchmal, da hast du auch völlig recht, finde ich auch, man braucht nicht für alles eine Battlemap, gerade wenn man auch diese Distanzen gar nicht messen muss. Manchmal ist ein szenisches Handout oder einfach eine schöne Landingpage völlig ausreichend. Genau. Ja. Und der letzte Tipp, was eben, wie gesagt, da angeht, was ich eben schon kurz erwähnt habe, macht vielleicht mal Probe- oder Testspiele. Oder halt würfelt das alles selber aus oder probiert es aus. Oder holt euch einfach nur eine Person, die sich mal draufschaltet und ihr geht es einfach mal durch. Funktionieren zum Beispiel Soundeffekte? Funktioniert irgendwas Ausgeblendetes? Ein dynamisches Licht? Funktioniert das alles so, wie ihr das wollt? Habe ich die Token richtig gesetzt? Sitzen die richtig? Funktioniert der Charakterbogen richtig? Habe ich da irgendwelche Überraschungen, die plötzlich auf mich warten? Testet es am besten wirklich mit jemandem aus, der als Spieler sich anmeldet, wenn ihr es nicht selber, sag ich mal, parallel alles machen wollt. Mit einem Kumpel oder so, sucht euch einen Voice-Channel, ruft euch an. Es gibt ja verschiedene Systeme da auch. Und testet es sonst mal durch, damit man auch Sicherheit bekommt am Anfang. Gerade wenn man noch mit dem System noch gar nichts zu tun hatte. Testet es einfach alles mal durch. Prinzipiell ist es natürlich nicht schlimm, wenn man die Leute kennt, mit denen man spielt, das im Spiel zu lernen. Während eines richtigen Spiels. Aber wenn man jetzt sagt, okay, ich will zum Beispiel jetzt ein komplett neues System mal leiten und dann brauche ich eben schon, wie ich da jetzt drauf reingefallen bin. Hätte ich es mal vorher ausprobiert. Aber gut, aber jetzt weiß ich, okay, ich muss da nochmal reingucken. Ich muss die nochmal ein bisschen besser antesten, diese Charakterblätter. Da ist noch irgendwo ein Bug drin und ich weiß nicht genau, was ich wo eintragen muss. Das heißt, ich muss mich damit beschäftigen nochmal. Bevor ich die nächsten Sachen vielleicht anbiete und das Leuten, die ich nicht kenne, zum Beispiel auf einer Con. Also da sollte man schon probieren, Testspiele oder Probespiele vielleicht einfach mal zu machen. Wie gesagt, es muss kein richtiges, komplettes Spiel sein, aber einfach mal so ein paar Situationen auszutesten. Was funktioniert das alles? Wie funktioniert das? Lautstärkeregelung und etc. Solche Dinge. Doppelungen, was kann alles auftreten? Das ist schon eigentlich gar nicht schlecht, wenn man das mal ausgetestet hat mit jemandem. Mhm. Stimmt. Es läuft für mich, ich hatte ja gesagt, dass ich einen Tipp so ein bisschen gesondert rausnehmen werde am Ende, der mir am meisten im Kopf geblieben ist. Und das ist, glaube ich, auch ein gutes Resümee irgendwie für die vielen Dinge, die du gesagt hast, dieser Tipp 5, den du gegeben hast, dass man sich gewahr darüber werden sollte, was kann man eigentlich und wo sind seine Stärken und Schwächen. Und das ist halt was du jetzt immer wieder angesprochen hast. Man muss sich wirklich ständig gewahr machen, was kann ich schon und was kann ich noch nicht. Und man sollte sich am Anfang, finde ich, auch nicht so überfordern. Am Spieltisch. Da sitzt er ja auch und sagt, okay, heute zum Beispiel möchte ich mal versuchen, bei dem NSC jetzt den Akzent hinzukriegen oder sowas, ne? Dass man gerade an seinem Voice Acting arbeitet oder sonst was. Und ich glaube, wenn man das auf alle Situationen überträgt, sowohl am Tisch als auch digital, heute möchte ich es mal hinkriegen, daran zu denken, die Soundfiles rechtzeitig abzuspielen. Alles andere mache ich wie sonst auch und die eine Sache mehr. Und dann kann man vernünftig daraus lernen. Ja, also bloß nicht zu viel. Natürlich kann man sich vielleicht auch mal aufschreiben, was möchte ich wirklich irgendwann mit dem System zum Beispiel machen können? Also oder vielleicht auch bei einem Spiel, wenn einem plötzlich was einfällt. Ach Mensch, das wäre toll, wenn ich das hätte. Also wenn es das gäbe, keine Ahnung, gibt's das? Und dann eben darauf loszugehen und in Foren gucken oder wie gesagt auf diversen Channels gucken. Vielleicht hat jemand schon einen Tipp oder eine Idee. Also es gibt viele Sachen auch, ich weiß auch noch lange nicht alles, aber ich habe gesagt, ich mache jetzt erstmal das eine und wenn ich damit klarkomme und das verstanden habe, mache ich das nächste vielleicht. Und dann ist auch immer die Frage, brauche ich das wirklich? Selbst wenn das cool ist, ein cooler Effekt ist, ist die Frage, braucht mein Spiel das oder passt es überhaupt auch zu mir? Mhm. Ich bin eine Spielleiterin, glaube ich, die sehr viel oder sehr gerne die Situation auch erklärt. Ich versuche sehr viel Stimmung zu erzeugen. Ich habe durchaus durch gewisse Musik, das finde ich okay, aber zu viel oder zu laut zum Beispiel, das kann ich schon wieder nicht, das lenkt mich ab, das will ich auch gar nicht. Das ist, bei manchen Spielen ist das ganz lustig, wenn man, wir haben einmal sehr herzhaft gelacht, als wir in der D&D-Runde in einem Dungeon waren, uns reinschlichen und unsere SL dann plötzlich im Hintergrund die Mission Impossible Musik abspielte, wir haben herzhaft gelacht. Nur in dem Moment ist man stimmungstechnisch raus. Da muss man sich immer klar drüber sein.
ein bisschen Smalltalk und ein bisschen Witze ist auch okay, ist auch zum Beispiel nett. Aber es sind eben so Sachen, Online-Spielen ist halt doch anders, als wenn man am Tisch sitzt. Und man sollte sich immer darüber gewahr werden, wie gesagt, auch da, was brauche ich? Ich habe meine zwei Bildschirme, weil ich manchmal 1001 Fenster aufhabe, damit ich habe mir quasi Ausschnitte gemacht aus ein paar Regelwerke. Die habe ich mir dann so kopiert, entweder ins, ich spiele halt viel über Roll20 im Moment, ins Roll20 rein als Handout, damit nur ich das sehe und packt und schiebt mir die dann raus aus dem Spiel. Ich habe das zum Beispiel bei dem Rollenspiel Alien, aus dem Grundregelwerken Abenteuer, da hat man fast pro Ebene eine Beschreibung, was, wie, wo passiert. Nein, ich kann mir das nicht merken, vergiss es, das ist mir schon wieder zu viel. Das sind 3 oder 4 Ebenen, da ist mein Kopf zu, weil ich die ganzen Regeln ja erstmal noch im Kopf haben muss, was passiert. Da habe ich mir die ganzen Sachen PDF besorgt, Copy-Paste, habe mir Handouts gemacht und habe mir die schön so auf meinen Bildschirm nebeneinander gepackt, auf dem einen. Das heißt, wenn die Spieler sagen, wir sind Level so und so und gehen da lang, dann ist so alles klar, habe ich mir das Handout angeguckt, okay, das ist da, alles klar, weiß ich Bescheid, geht weiter. Und dann, ja, jetzt gehen wir ins nächste Level. Nach 2 Räumen, super Sache. Warte mal kurz, alles klar, könnt ihr machen. Einfach, dass man sich überlegt, was brauche ich denn, um auch schnell so reagieren zu können, schnell den Überblick mal zu kriegen. Und das gehört für mich dazu, ich kann das nicht alles behalten. Ich muss das auch nicht und ich will das auch gar nicht. Also ich muss mir überlegen, was brauche ich wirklich auch für einen One-Shot zum Beispiel oder für ein Erstabenteuer. Ich habe gelernt, ich brauche bei weitem nicht so viel, wie ich für ein regelmäßiges Spiel brauche. An Regeln. Also die brauche ich gar nicht. Überlegt euch zum Beispiel, wenn ihr auch ein Abenteuer spielt, welche Regeln werden denn in diesem Abenteuer zum Beispiel angewendet? Ich habe ein Spiel eben, das ich regelmäßig spiele, da gibt es auch spezielle Regeln zum Beispiel für Verfolgungsjagden oder irgendwelche anderen Dinge. Die brauche ich aber ja nicht immer. Das heißt, habe ich mir die am Anfang durchgelesen? Nee, weil brauche ich nicht. Also lese ich mir das durch, was ich brauche für dieses Abenteuer. Und dann, wenn ich das nächste Abenteuer mache, okay, ähnlich wie bei den Sachen online, jetzt bringe ich vielleicht die nächste Regel mal mit rein und gucke mir die mal an und versuche das mal zu handeln. Einfach kleine Schritte, gucken, was ist wirklich notwendig, um sich selber auch nicht zu überfordern. Ich habe die erste Tischrunde, die ich geleitet habe, mit 5 Leuten, ich habe Blut und Wasser geschwitzt. Ich war fix und fertig danach. Ich habe die ganze Zeit nur gedacht, hoffentlich mache ich nichts falsch. Und dann sagte ein Kumpel danach zu mir, ja, selbst wenn du was falsch gemacht hättest, wir hätten es ja nicht bemerkt, wir kennen das Spiel ja nicht. So, und dann musste ich so lachen und da habe ich so gedacht, ja, er hat ja recht, die merken das ja gar nicht, die kennen weder das Spiel noch das Abenteuer. Das heißt, wenn ich was vergesse im Abenteuer, ja, so what, die Spieler merken es meistens nicht, weil die kennen das Abenteuer nicht. So, das heißt, keine Panik. Ruhig bleiben. Einfach weitermachen. Man kann es ja im Nachhinein erzählen, wenn man das will. Aber ja, ich bin im Moment, ich bin mittlerweile nach einem Jahr, so wie ich sage, ruhig bleiben. Ne? Alles ist gut. Ihr dürft nicht vergessen, es gibt prinzipiell immer zu wenig Spielleiter. Es gibt einfach zu wenig Spielleiter. Das heißt, jeder, und ich sage euch das, jeder ist froh, wenn er mal spielen darf, wenn es Spielleiter gibt, die sich hinsetzen und sagen, hey, komm, wir machen mal was, ich leite euch jetzt an. Ich sage mal, in den meisten Fällen, es gibt auch da Ausnahmen, leider, aber in den meisten Fällen sind die Spieler sehr, sehr dankbar dafür, dass sie spielen dürfen. Und das dürft ihr nicht vergessen. Das heißt, es geht um Spaß, es geht darum, dass ihr denen auch Spaß bereitet und die freuen sich da auch drüber. Es geht hier nicht um, ich mache diese Regel und ich muss das jetzt so machen wie alle anderen. Versucht, euren Stil zu finden, wo ihr euch mit wohlfühlt. Und deswegen ist für mich zum Beispiel dieser erste Punkt, wählt euch ein Setting oder ein System, mit dem ihr euch wohlfühlt, mit dem ihr euch identifizieren könnt, am besten als erstes. Ich habe das gemerkt, ich habe auch mal Spiele versucht zu leiten, die nicht so meins waren. Da habe ich keinen Spaß dran und das liegt mir auch nicht. Und dann werde ich auch nicht wirklich kreativ oder kann improvisieren, weil ich keine Lust dazu habe. Wenn ihr anfangt, nehmt euch ein Spiel, das ihr toll findet, das ihr vielleicht einfach mal ausprobieren wollt zu leiten. Und wenn es dann nicht klappt, ja gut, entweder ihr sagt, okay, dann ist es nicht meins.
überhaupt zu leiten oder ihr probiert es einfach weiter. Also einfach mal machen. Klasse Schlusswort, würde ich sagen. Einfach mal machen. Ja. Okay, das blende ich nochmal oben groß ab. Einfach mal machen, genau. Sehr gut. Vielen Dank, Ivi, dass du dabei gewesen bist. Gerne. Hat sehr viel Spaß gemacht. Ja, und wenn ihr in Zukunft mal dabei sein wollt, dann schreibt es mir doch unten in die Kommentare oder schreibt mir vielleicht auch direkt eine E-Mail, die ist auf der Kanalseite verlinkt, damit ich überhaupt weiß, dass es euch gibt und ich das nicht übersehe und ich auch weiß, wohin ich euch zurückschreiben kann, denn leider gibt es keine Antwortmöglichkeit, direkt bei YouTube zumindest nicht. Okay, also danke Ivi nochmal und ich würde sagen, dann verabschieden wir uns jetzt, ne? Ja. Okay, tschüss. Bis dann, tschüss.